Graphic design is about using words and images to convey a message. Ich fühle mich desinspiriert. Neues Bild, Regenbogen. Und dann hier so ein Verlauf. Zack. Und fertig war's. Schritt 1, Learning by Observing. Ich habe hier mal ein paar Kanäle geöffnet und wir gucken einfach mal durch, was man so machen kann. Die kunstwissenschaftliche Analyse. Nummer 1, Cold Mirror, hat oben rechts ein Funkwasserzeichen. Der Künstler legt eine gewisse Willkür an den Tag. Cold Mirror hatte mal lange Zeit das hier als Kanalbanner. The joy of not being sold anything. Kein eigenes Foto von sich. Dieser Kopf hier links könnte eine Selbstkarikatur sein. Ansonsten alles kleine Charaktere aus ihren Videos. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Ich bin einfach kein Charakterdarsteller. Aber hier ein paar Gehirne. Merken wir uns mal die Gehirne. Bei Gronkh ist es irgendwie ähnlich, ne? Allerdings sind es nicht seine eigenen Charaktere, sondern Charaktere aus seinen Computerspielen. Und hier ist die Selbstkarikatur von ihm. Merken wir uns mal diesen Creeper hier. MyLab hat seit April so ein neues Banner von Melanie, der Chefdesignerin, designt. Hier ist ein Face-Selbstporträt mit Sonne, Keks und Tasse. Das sind Insider-Gadgets. Aber diese rosa Wolke, HTNOP, verstehe ich nicht. Der Künstler lässt sich in seiner Schaffensweise nicht einengen von den vorgegebenen Kästchen, die uns das Leben vorschreibt. Bei Cold Mirror ist der Name hier unten. Bei Gronkh steht gar nicht Gronkh dabei. Bei MyLab weiße Schrift auf türkisem Hintergrund. Und hier, jeden zweiten Donnerstag um 6.30 Uhr. Das ist quasi der Sendeplan, ne? Und oben auch ein Funkzeichen. The Secret Life of Scientists ist der Privatkanal und das ist einfach nur so ein schönes Stockfotobild. Ansonsten keine Schrift. Schön gestochen scharf. Quarks. Ich weiß nicht, was diese Punkte sollen. Vielleicht irgendwas mit Atomen, Molekülen? Oder bedient sich der Künstler nur dem Klischee dieser Ikonografie? Kein Funk, sondern WDR steht hier. Und ein schicker Slogan, gemacht mit Hirn, Herz und unserem Rundfunkbeitrag. Dinge erklärt, auch von Funk, vor allen Dingen Vögel und eine Erdkugel in der Mitte. So, was nicht von Funk, Dr. Watson, das Gehirn begegnet uns hier wieder. Nicht nur eins, sondern zwei Selbstporträts. Ein Erlmeyer-Kolben nennt man das, glaube ich, ein Mikroskop. Irgendwas mit Weltall, Roboter, sehr schick, Fragezeichen. Breaking Lab, auch mit Name. Der Name ist auch ins Logo eingebettet. Science for Future. Und den Programmdaten Dienstag und Donnerstag 18 Uhr. Hat er sich aber viel vorgenommen. Mit Selbstporträt. Allerdings hier mit einem etwas ernsteren Blick in die Ferne. Und ein bisschen unscharfer Hintergrund. Also das ist ein Kunstfoto, denke ich mal. Wie uns der Künstler subtil mitzuteilen versucht. Trägt einen gelben Kapuzenpulli. Den merken wir uns mal. Machen wir jetzt mal ein paar englische Kanäle. SciShow, der grüne Blob und irgendeine Tafel im Hintergrund mit ausgewischtem Zeug. Weiter nichts. IEV-Block, keine Ahnung, wie alt das jetzt schon ist. Hier ist der Titel, der Name, rechts nochmal in ausgeschriebener Form. Ein paar Sachen zu seinem Stil und nochmal so eine Erklärung, was er so macht. Ansonsten ziemlich schwarz und hier schwarz-weiß-grau gehalten. Warum nicht? It's okay to be smart. PBS Digital Studios with Joe Hansen. Das ist der Typ, also wieder Selbstporträt. Diesmal allerdings mit zusätzlich einem süßen kleinen Tierbaby. Und er guckt ein bisschen nachdenklich. Dr. Watson hat auch so geguckt? Nee. Der guckt eher freundlich und interessiert. Ein in Ledertönen gehaltener Hintergrund mit Sechsecken. Physics Girl, das ist auch von PBS. Ein Viehzeichen im Namen. Und wieder ein Selbstporträt, allerdings mit mehr Action und mehr Körpersprache. Und ein paar durch die Luft fliegenden Haaren. Und hier Einstein-Pose. Ich glaube, wir merken uns mal die Einstein-Pose. Gut, kommen wir zu Schritt 2. Einfach mal machen. Ja, weil ich keinen Plan von Bildbearbeitung habe, habe ich erstmal mit PowerPoint angefangen, habe mir diesen Hintergrund hier eingefügt und dann erstmal angefangen mit Texten. Ich glaube, schon zu viel Information, zu viel Text geworden. Also erstmal der Name hatten ja viele, ne? Oben rechts kommt das Genre hin. Hier ein paar Zitate. Ich wollte noch sagen, dass ich sehr großen Wert darauf gelegt habe, dass das Ganze in Denglisch ist. Mega spannend. Ich muss immer ein Filmchen daraus machen, dann lerne ich dazu. So, okay, das erste ist fertig. Das runde Element in der Mitte. Plasmalampe heißt es, glaube ich, oder auch Kopfball genannt. Ein Experiment. Hier eine solche Geistesblitzkugel. Experiment. Geistesblitzkugel. Hier oben gibt's Anpassen. Manuelle Farbkorrektur. Okay, dann ist mehr blau. Dann wollen wir mal. Ich habe nochmal die DPI erhöht. Das ist das Bild, was ich hochgeladen habe. Und die Schrift sieht doch schön aus, hm? Obwohl es keine Vektorgrafik ist. Also vom Design her weiß ich jetzt noch nicht. Starte ich meine Recherche übers Design. Nur was ist Design eigentlich? Meiner Meinung nach ist das Ansichtssache. Design ist Geschmackssache. Das Ganze ist natürlich Geschmackssache. Graphic designers have to know a lot about color theory, typography, how to create a grid. But those are all really basic. You have to be somebody that is really interested in understanding human behavior, being able to understand how they think, how they choose, how they buy, how they believe. There's an emotional aspect to it.
Design needs to take human behavior into account. And people tend to like things best when they feel that they are respected by that thing. But I think ultimately, if it moves you, whether it be a good emotion or a bad emotion, chances are then it's effective because it's getting you to think about something and it's getting you to potentially take action. I'm such a control freak that I would always love to sit down and come up with the perfect formula for creating art. But it doesn't work that way. I'm not making something designed to answer questions. It's more designed to raise them. It's the act of weaving little bits of information to make a bigger thing. Maybe beautiful isn't exactly what it should be. Maybe it needs to be quirky, or maybe it needs to be ugly, or maybe it needs to be invisible. So I think you're always solving what it has to look like visually based on what it needs to be conceptually. I say, do what you think is right and interesting and smart, and then worry about what the survey says. The camera is nothing more than a tool. I don't believe you should ever allow your tools to dominate the message. Great design is when all those things take a backseat and you get the message. And I also knew I couldn't plan. I couldn't have one idea that just solves the entire thing. So I had to start somewhere and then see, okay, is this strong enough or flexible enough to just go to the next step? Gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Communication, simplicity, shapes on a page. What's important is the story, the message, the feeling, the connection. How do you make this reach people? It's a combination of graphic simplicity and the power of spirit and soul. It's design. My father actually thought art was stupid, and serious people became engineers. I'm driven by the hope that I haven't made my best work yet. Making stuff is the heart of everything. That drive never goes away. What can I make next? Die meisten Bildbearbeitungsprogramme haben so eine Art Ebenentechnik. So auch mein altes Lieblingsprogramm hier. Rasterebene, das ist das mit den Pixeln. Vektorebene kannst du so weit reinzoomen, wie du willst. Vector graphics are quite different from raster. You can make them any size, big or small, without losing any quality. That's because they're made of something more complex than pixels. They're rendered using a special form of geometry. Sichtbarkeit ein und aus. Bup, Vorlage. Weg. Super, hm? Damit lässt sich doch arbeiten. Jetzt muss ich aber endlich mal diese scheiß Banner hier richtig hinkriegen. Ich blende jetzt die Tipps und Tricks dazu ein, die ich recherchiert habe. Und dann werden wir das parallel dazu mal anwenden und abarbeiten. Quasi wie so eine Liste. Let's roll the Tipps und Tricks. Erstens sind die Hauptthemen und die wichtigsten Infos auf meinem Banner drauf. Sprich, Uploadtermine, wie heißt mein Kanal überhaupt? Und was habe ich der Welt sonst noch zu sagen? Vielleicht ein Foto von mir, dass die Leute wissen, dass es mein Kanal ist? Worum geht's denn da auf dem Kanal? Ich meine, wenn es um dich geht, dann kannst du auch ein Foto von dir draufpacken. But ultimately it's not about me. If it's about me, it's a little bit this tug of war of how much do you make me reveal and how much do I reveal of stuff that I might not want to reveal. Wie wär's mit dem Bild hier? Habe ich ein Kabel im Mund? Oder das, wo ich am Computer sitze? Hier, ein super Selfie. Ja, die Plasmakugeln, vielleicht kann ich doch noch... Oh, nee. Ich glaube eher nicht. Ich vor einem Bücherregal? So viel lese ich nun auch nicht. Ich bin eher der Videotyp. Hier, wie wär's mit dieser Einstein-Pose? The main components of visual identity are Logo, color, typography, and images. Avoid images that lack context or appear frequently in other brands' designs. Instead, choose images that seem genuine and feature authentic people, places, and things. You can create consistent works that viewers will remember. The abstraction for me is this idea of getting rid of everything that's not essential to making a point. Ich glaube, ich muss mich von diesem Plasma-Hintergrund trennen und ein schlichtes Grau wählen. Images. In design, they're the hook that draws the viewer in. Compelling visuals can help you connect with the audience and make a strong impression before they've even read a single word. All it takes is a little creativity and a willingness to think outside the box. So, das hier ist so eine Art Karikatur von mir in einem nicht figurbetonten weißen Kittel. Darunter trage ich übrigens ein sehr schickes Kleid. Na, ich hoffe mal, das ist nicht zu protzig. Hier ist noch ein Bild, ich mit Posaune. Ich glaube, in zwei Videos habe ich schon mal ein bisschen Posaune gespielt. Das passt. Was muss ich jetzt noch ändern? Bei der Gestaltung bist du komplett frei. Es sollte deinen Content widerspiegeln, die Farben deines Kanals eventuell aufnehmen, aber der Kreativität sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist vielleicht zu sagen, dass es relativ schlicht ist, dass man klar erkennt, was wo steht, dass man nicht völlig zugeballert wird mit irgendwelchen Informationen oder Farben. Also versuch eine edle, schlichte, zu deinem Content passende Kanalbanner-Version zu erstellen. Tell people what your channel is all about. And you can do this in three different ways. Number one, you could do pillars. Another thing that you can do is you can do an I help statement. And then a third option is you can actually use maybe a slogan
or a tagline that you like to use that encapsulates the mission of your channel. Ja, ich meine, ich bin ja vielseitig. Auch wenn das angeblich so schlecht ist, sich nicht so festzulegen, so bin ich nun mal. Vielseitig interessiert. Meine Mission ist es, keine Mission zu haben. Something as a bonus that you can do or that you can add within your cover banner is to add something that's going to show your authority. Autorität habe ich jetzt noch nicht so viel gehabt. Ich meine, was ist das? Hat man das, weil man irgendwas ist? Oder muss man sich das verdienen, weil man irgendwer ist? Branding and identity. Branding is what other people think about you, your company, your product, or your service. I'm just gonna add some extra decorative elements to my cover banner to really make it pop. Etwas, was aufpoppt. Vielleicht mache ich doch noch die Plasmakugeln rein. Hier eine, da eine. Dann ist das wieder so ein Bonus für die Computernutzer. Etwas, was nur die Computernutzer sehen können. Und das hier kann sogar nur der TV-Nutzer sehen. Muss ich noch irgendwas machen, damit die Farben nicht so rosa sind. Um die Farben kümmere ich mich im Farbteil. Gutes Design ist ästhetisch. Zweitens ist die Farbwahl passend zu meinem Content. Das Kanalbanner hilft dir vor allen Dingen beim Branding und bei der Identität deines eigenen Kanals. Deswegen solltest du Farbe, Gestaltung und auch den Aufbau so wählen, wie er zu deinem Content passt. Color. Color theory. The color wheel. You can probably see where it gets its name. Hue, it's basically just another word for color. Saturation refers to intensity. Value has to do with how dark or light the color is, ranging from black to white. The easiest formula for harmony is monochromatic. Just pick a spot on the color wheel and use your knowledge of saturation and value to create variations. An analogous color scheme uses colors that are next to each other on the wheel. Complementary colors are opposite each other on the wheel. A triadic color scheme uses three colors that are evenly spaced, forming a perfect triangle on the wheel. Grau, Weiß und Giftgrün. Sind das meine Farben? Ist das zu unbunt? Cosmetic adjustments let you enhance certain image qualities, like brightness, contrast, saturation, and color. If your favorite program offers filters or presets, you can change your image dramatically with very little time and effort. Ja, ich habe ja was gefunden, und zwar Farbtonsättigung, Helligkeit. Und ich mache das jetzt einfach von blau-pink zu lila-grün. Mit dem hier auch nochmal. Wunderschön. Colorway, grün und lila sind so gegenüber ein bisschen. Farbanpassung erledigt. Das war ja einfach. Readability is an important factor in any design. Your color should be legible, engaging, and easy on the eyes. Sometimes that means not using color, at least not in every little detail. Neutral colors like black, white, and gray can help you balance your design. So when you do use color, it really stands out. Bright colors tend to have a fun or modern vibe. Desaturated colors often appear more businesslike. Kommen wir nun zur Vorstellung des im Werk eingebundenen Textes. Drittens, heben sich die Textelemente vom Hintergrund ab und sind deutlich erkennbar. For your channel name or for any fonts that are within your cover banner, make sure that you're choosing a very bold, big, and eye-catching font. Typography is the style or appearance of text. It can also refer to the art of working with text. It's important to think about your message and pick a font that fits. When deciding which fonts to use, less is more. It's best to limit yourself to one or two per project. If you need more contrast, try repeating one of your fonts in a different size, weight, or style. This trick is practically foolproof for creating interesting combinations that work. There are certain fonts that professionals know to avoid. Fonts that were once popular, but are now considered outdated and overused. When in doubt, a more timeless, understated font is less likely to detract from your message. Hier, die Schrift, die ich verwendet habe, heißt Railway, also Schiene. Das ist die Schienenschrift. Ja, die habe ich genommen, weil das so eine ziemlich große Überschrift, Titelschrift ist. Überschriftenschrift. Transistor Lab. Ich habe kein Labor, das ist Quatsch. Ich habe ja auch nicht meinen richtigen Arbeitsplatz. Gutes Design ist ehrlich. Hierarchy is used to guide the reader's eye to whatever is most important. In other words, it shows them where to begin and where to go next, using different levels of emphasis. Leading is the space between lines of text, also known as line spacing. If you're not sure how much line spacing to use, don't fret. The default is usually fine. Tracking is the overall space between characters, sometimes called character spacing. Most programs let you condense or expand this depending on your needs. In some designs, you might adjust your tracking to create a certain artistic effect. Kerning is the space between specific characters. Unlike tracking, it varies over the course of the word because each letter fits together differently. Well-crafted text can mean the difference between an ordinary project and an extraordinary project, even if you're just getting started with design. Tatsächlich, hier gibt's Kerning in den Einstellungen. Machen wir das mal so. Das war ein bisschen zu viel. So, jetzt ist Technik und Wissenschaft genauso breit wie Edutainment und Zeithemmend. Die Sprüche hier habe ich noch sortiert nach Länge. Das längste ist ganz unten. Ja, und das hier habe ich auch so auf die Breite von Transistor angepasst. Mehr kann ich auch nicht machen. Manchmal die Vorlage unsichtbar. Es ist alles dieselbe Schrift hier. Und beim ersten Design hatte ich noch Rand drumherum. Hier Strichstärke anwenden. Habe ich jetzt einfach mal weggemacht. Besonders die kleine Schrift, die sieht beim Herauszoomen scheiße aus, wenn da so ein Rand da drum ist. Finde ich. Vielleicht liegt es auch an meinem Bildschirm. Weg. So finde ich es irgendwie besser.
Seine Schrift ungeordnet. Die Worte wollen nicht passen. Typography can create immense power. If a font is heavy and bold, it may give you a feeling of immediacy. If a font is thin and has a serif form, it may feel classical. So that before you even read it, you have sensibility and spirit. And that if you combine that with a meaning, then that's spectacular. Viertens, wie schon angesprochen, sehen die Bilder und die Grafiken, die ich habe, in allen Versionen gut aus. Oft sehen wir es natürlich auch am Desktop, auf dem PC, aber in aller Regel schauen es die meisten auf dem Handy. Deswegen muss man darauf achten, dass wirklich alles auch in diesem kleinen Rahmen erkennbar ist. Ja, hier ist die passende Statistik. Die meisten Aufrufe stammen von Handynutzern, aber die größte YouTube-Wiedergabezeit, die stammt von den Computernutzern. TV-Nutzer sind im einstelligen Prozentbereich, allerdings haben die größte durchschnittliche Wiedergabedauer. 8,5 Minuten. Durchschnitt sind fast 6 Minuten. Und zwar habe ich mir jetzt noch so ein kleines Gadget für die Fernsehnutzer eingefügt. Ein Bild, was nur in TV-Ansicht zu sehen ist. Ein Zitat von Albert Einstein. Na, vielleicht sollte ich das noch hinzuschreiben, dass das von Einstein ist. So, erledigt. Und speichern. Fünftens, kontrolliert auch nochmal, ob wirklich nichts verdeckt wird oder in der mobilen Ansicht irgendwelche Grafiken nur halb zu sehen sind. Nur nochmal zur Sicherheit, dass wirklich alles drauf ist und verständlich sichtbar ist. Und außerdem würde ich natürlich auch immer darauf achten, dass es zum Rest von deinem Kanal passt. Ich sehe häufig Kanäle, die so ein bisschen Kraut und Rüben sind. Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail. Versuch, dass du ein einheitliches Design hinbekommst, sodass man alle Elemente von deinem Kanal immer wieder erkennen kann und sofort weiß, dass es dein Kanal ist. Gutes Design macht ein Produkt verständlich. Das heutige Wort dafür ist intuitiv. So als Rahmen habe ich mir gedacht, markiere ich mir einfach den mittleren Balken. Und so als Abgrenzung, so als Einteilung habe ich mir hier überlegt, Basis, Kollektor und Emitter mit in die Unendlichkeit führenden Leiterbahnen zu verbinden. Das ist ein bisschen problematisch mit der Schrift hier unten. Ich habe jetzt alles einfach so gekernt, dass die Leiterbahn genau zwischen freundlich und gestimmt hindurchführt. Das Logo habe ich geändert zur Kugel rund. Die Kugel begegnet uns hier wieder und dann habe ich so ein paar Striche, die so ein bisschen nach oben gehen. So steigende Statistik und fallende Statistik. Ach, keine Ahnung. Hier rechts noch das Actionfoto. Dann kannst du das Ganze natürlich noch schön machen. Irgendwelche Muster einbauen, irgendwelche anderen grafischen Designelemente, dass das Ganze schick aussieht und sich vor allem richtig anfühlt. Und dann kann man hier noch so Texturen hinzufügen, zum Beispiel eine Art Raster. Und ich glaube, das lasse ich mal. Probiere ich einfach mal aus. Das gibt dem Ganzen ein bisschen Struktur. Was mir auch noch ziemlich gut gefallen hat, waren diese Tannennadeln. Aber keine Ahnung, ob das nicht zu symbolträchtig ist. Ist ja schon ein bisschen pieksig und stachelig. Aber das erinnert mich einfach an einen schönen Kiefernduft. Also warum nicht? Hier kann man Bildgröße ändern. Ja, ich habe das jetzt auf 6000 Pixel und 600 dpi. Einfach mal speichern. Das Speichern dieser Datei dauert schon Ewigkeiten. Versucht das Ganze ruhig, einfach und schlicht zu halten, aber so, dass man es direkt erkennen kann. Also wenig Text drauf, lieber mehr Bilder, aber auch nicht viel zu viele Bilder. Gutes Design ist unaufdringlich. Speichern unter, exportieren, irgendwie sowas. Keine Komprimierung. Standardformat, Progressive, keine Ahnung. Okay, Standardeinstellungen werden schon passen. Naja, je weiter man weggeht, desto besser sieht's aus. Okay, dann wollen wir mal Foto. Kanalbanner mit 14 MB. Ist ja schon deutlich größer als die erlaubte Grenze von 6 MB. Hier unten steht's. Aber ich habe es nochmal als GIF exportiert zur Sicherheit, zur Not. Okay, scheint funktioniert zu haben. Also man kann es hier nochmal zuschneiden, falls man möchte. Also jetzt auf meiner Aufnahme sieht das ziemlich unscharf aus. Das Problem hatte ich auch letztes Mal und habe dann rausgefunden, man muss einmal wegklicken oder einfach mal die Seite neu aktualisieren. Dann sieht es besser aus. Und ich möchte mich da jetzt auch nicht zu sehr reinsteigern. Ich lasse das jetzt so, interessiert eh keine Sau. Das Kunstwerk... Ich bin dein Vater. ...kann ab sofort rezensiert werden. Ich freue mich schon. Ne? Also konstruktiv. Erst was Positives sagen und dann das Negative am besten. Das ist dann einfacher für mich zu verkraften. Wollte erst gar kein Foto von mir drauf machen und jetzt habe ich 3 Stück. Aber ich finde, man erkennt mich nicht sofort da drauf und deswegen ist das für mich okay. Also, gut, mach's gut. Also, mach's nicht gut, mach's besser.